So, wie man sieht, ich... In der Tat. Ich bin wieder zurück hier in No Skill Gamer YouTube und zwar mit einem neuen Fortnite Battle Royale Spielwiese-Modus Let's Play zusammen mit XXIOXX, der hier in meinem Team ist, deswegen sehen wir es nicht. Wir werden uns heute hier ein bisschen battlen im Spielwiese-Modus. Ich habe hier mal ein paar Highlights zusammengeschnitten. So, als erstes werden wir hier mal looten und was haben wir denn hier? Sturmgewehr haben wir schon zweimal, Medikit haben wir, super. Da unten ist schon die nächste Kiste. Ist gut, dass man jetzt mal drauf kann auf die Insel im Spielwiese-Modus. Weil beim normalen Solo ist ja immer die Insel komplett voll. Habe ich ja schon mal ausprobiert. Habt ihr vielleicht beim Stream gesehen am vergangenen Dienstag. Für alle, die nicht dabei waren, diese Runde hier ist mindestens genauso lustig. 2000 Jahre später. Oh, ich werde ja schon abgeschossen hier. Eieiei, jetzt machen wir mal so. Episches Scar einfach hier so in sein Gesicht halten. So. Ach, schade. Ja, macht er wahrscheinlich 200 Leben oder so. Den Rest werde ich ihm jetzt abziehen. Er ist jetzt wahrscheinlich One-Hit. Da unten liegt das Medikit. Ich ziehe jetzt einfach voll auf das Medikit durch, wenn er kommt. Da wird er jetzt wahrscheinlich hingehen. Das wird wahrscheinlich das Einzige auf der Insel sein, zumindest. Ich habe ja nicht schon zwei gehabt oder so, aber egal. Okay. Da kommt er. Ich ziehe einfach mal drauf. Ey, warum treffe ich nicht? 2000 Jahre später. Endlich. So, jetzt ist er tot. Ja, jetzt wird er sich ein bisschen geärgert haben. Schade. Ja, er wird bestimmt gleich wieder landen. In der Zeit equippen wir uns mal ein bisschen neu. Die nicht dabei waren bei... Ja, also war ja keiner dabei. Ich schieße ihm einfach mal in den Kopf rein. So. Er hat mit der Minigun... hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das lassen wir eben. Das hat er gut gemacht. Gönnen wir eben auch. Und jetzt... Gehen wir... Oh, C4. Sehr schön. Ich habe jetzt gerade so eine lustige Idee. Nein, doch. Das setze ich jetzt mal in die Tat um. So. Ich gehe jetzt mal hier runter und dann tue ich mal das C4 in seine Sache reinschmeißen. Einfach mal so. Warte mal. Ich werfe jetzt einfach mal das da rein. Momentchen. 1, 2. Da ist er wieder. 3. Und jetzt renne ich weg. Und dann zünde ich. Er hat es zum Glück nicht gecheckt. Und jetzt. Ich weiß nicht, ob ich sterbe, wenn ich jetzt hier stehe. Ich zünde einfach mal an. So. Und er ist wieder tot. Das war gemein. Da hat er sich jetzt bestimmt geärgert. Ein bisschen, ne? Ja, war auch sehr gemein. Also, sowas will ich auf keinen Fall machen. Also, das mache ich nie wieder. Genau. Ja, also ich spreche gerade damit eine Person an, die wahrscheinlich gerade das Video anschaut. Bei der habe ich das nämlich auch genau gemacht. Grüße an den Elias, den kennt ihr aus dem Stream. Ja, bei dem habe ich das auch gemacht. Wenn du das siehst, schreib doch mal in die Kommentare. Ich fand's auch nicht lustig oder sowas. Oder einfach, du stinkst nach Scheiße oder so. Okay. Jetzt wollte er mich wegsprengen. Hat aber irgendwie nicht so geklappt, wie er gedacht hat, glaube ich. Jetzt habe ich ihm aber viele Leben gezogen, weil mit der Schrotflinte auf Distanz ist ja immer nicht so gut, wie ihr schon wisst. Und... Oh ja, ich sehe ihn. Oh, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Schade. Schade. So, dann trinken wir jetzt einfach mal. Er kommt ja sowieso nicht. Ja, ich weiß zwar nicht, wo er hin ist, aber irgendwie ist er weg. Schade. Ja. Die gute alte schwere Schrotflinte, die hat schon ihren Dienst hier sehr gut bewiesen. Wahrscheinlich baut er jetzt gerade irgendwo. Ich könnte irgendwo auch nochmal reingehen und dann mal... was haben wir da für ein komisches Haus? Check ich nicht, ist egal. Ich laufe einfach mal weiter und dann gucken wir mal, ob der irgendwo gebaut hat. Pistole braucht man nicht. So, die ist ja irgendwie gerade die schlechteste Waffe im Spiel, meiner Meinung nach. Also ich kann mit der überhaupt nichts anfangen. Gar nichts, meine Freunde. Also ich finde die schlechter als den Revolver, der ja sowieso schon weg ist. Aber nein, der war eigentlich fast noch schlechter. Ist eine schwere Entscheidung. Also ich meine, der Revolver, der war halt ein Revolver. Genau. Ich kann damit nicht umgehen mit solchen Waffen. Also ihr wisst ja, ich kann ja allgemein mit Fortnite überhaupt nicht umgehen. In der Tat. Ich gewinne ja jede Runde. Habt ihr ja beim Stream gesehen, wo ich die Runde gewonnen habe. Für alle, die nicht dabei waren, schade. Nächstes Mal, ich streame öfters jetzt. Könnt ihr gerne dabei sein. Komme ich da jetzt irgendwie rüber mit diesem Haken? Wäre mal eine Frage. Aber wir machen es lieber auf die sichere Weise. Baue ich mir einfach hier mal so einen Boden und... Gebäude sanieren, Straße reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag blamieren. Ich einfach darüber. In der Theorie leichter als in der Praxis, weil ich natürlich die Taste wieder nicht gefunden habe. Und hier... Oh, der kommt mir gerade sehr gelegen, der Saufflug. Ich habe ja nur halbe Leben und halbes Schild. Dann saufen wir den erstmal weg. Ein Prosit, würde ich sagen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, der schmeckt. Also Blaumütze, wenn du uns ein Feedback geben willst. Wenn er dir nicht geschmeckt hat, dann trinke ich ihn nächstes Mal, weil Saufen ist gut. So, hier haben wir auf jeden Fall keinen. Ja,
Wo ist denn der jetzt hin? Das frage ich mich gerade echt. Vielleicht chillt er irgendwo da draußen, baut sich irgendwie ein Haus oder so. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hinterher und guck einfach mal. So, oh, da draußen baut jemand. Wer könnte das wohl sein? Ich nehme jetzt einfach mal die schwere Scharfschützengewehr. Setze mich hier einfach hinter den Bus. Und jetzt ziehe ich einfach hier hoch und dann treffe ich ihn einfach. Ja, genau so. Hat doch funktioniert. Ja, bitte ärgert er sich gerade. Den Schmerz und Schrei habe ich leider nicht mit aufgezeichnet, aber er war sehr akko. Wenn ihr mehr Bock auf Streams habt, gebt mal einen Daumen nach oben. Ich sehe dann, ob ihr mir einen Daumen nach oben gibt und dann weiß ich, ob ich nochmal einen Stream mache oder nicht. Also ich mache sowieso nochmal einen, weil ich hoffe, wie gesagt. Und ich mache auf jeden Fall alle. Ja. Da kann man ja gar nichts machen. Schade. Ich weiß auch nicht mal, wo der ist bis jetzt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Er schießt jetzt sowieso wieder bestimmt, wenn ich da hochgehe, aber... Eieiei, wo ist denn der Kerl? Wo bist denn du, Alter? Da. Ja, moin. Da war er, ja. Hab ihn gar nicht gesehen, schade. Ich lande jetzt einfach nochmal neu und dann sammle ich wieder meine Sachen ein, wenn er die liegen lässt. So, die liegen jetzt hier unten, ich sehe die. Leider sehe ich auch seinen coolen Omega-Typen, der da jetzt rumrennt. So, da unten rennt der rum, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und der geht jetzt hier gerade in die Richtung... Oh, wow, wow, der hat ja jetzt mein Ding geschnappt. Mein Scharfschützengewehr, so ein Bastard. Oh, hat er mich auch mit One-Hit gemacht. So ein Lappen. Das kann ich halt auch. So, jetzt zeige ich dir, wie das geht. So, hier. Oh, da oben ist er. Da oben ist er. Ich schieße ihn einfach mal ab. So, auf seinen Kopf einfach, wenn er wieder da ist. So, da kommt er. Ich höre ihn. Also, ich bin, dass er kommt. Ah, ja, das war der beste Headshot, den ich jemals gemacht habe, meine Freunde. Ich freue mich gerade so. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und lasst eine Bewertung, ein Abo und einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann auch gerne die Glocke aktivieren. Würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.